Wenn ich mit solch ein Messer auf die Straße gehe, mit der ganz klaren Absicht zu verletzen, zu töten und um auszulöschen, dann tue ich es aus tiefgründigem Hass. Die Art, wie ihr hier lebt, die Art, wie ihr euch kleidet, eure Freizügigkeit, euer Wohlstand, meiner Meinung nach eure Gottlosigkeit, weil ihr nicht dieselbe Ideologie und Religion lebt, auslebt, respektiert, wie ich es tue. Die Art und Weise, wie eure Frauen sich geben, das freie Leben, welches eure Kinder je ermöglicht wird, dann gehe ich auf die Straße, weil ich euch tiefgründig hasse. Alle Annehmlichkeiten, die mir hier ermöglicht, ein Dach über dem Kopf, durch eure soziale Hilfe meinen Kühlschrank voll zu machen, in einem Haus oder Wohnung zu leben, wo Strom vorhanden ist, selbst meine Kleidung bezahlt ihr mir. Alles, was ich brauche, Krankenhausaufenthalt, Arztbesuch und, Bus, Bahnfahrt, Straßenbahn, alles ermöglicht ihr mir. Und doch hasse ich euch so abgrundtief, dass ich, sobald ich einen Ruf aus der Heimat höre, der antidemokratisch ist, der ganz klar sagt, los auf diese Ungläubigen, jagt sie, tötet sie, ermordet sie und ihre Kinder, dann spielt es keine Rolle, was ihr für mich getan habt oder wie ich hier empfangen worden bin. Denn ich gebe eure Regierungen die Schuld dafür, dass es in meiner Heimat kaputt ist, kaputt gebombt wird, auf hoher politischer Ebene. Denn nach meinem Glauben ist es euch scheißegal, wie viele bei uns umkommen und getötet werden. Und das Schöne dabei, ihr habt es mir möglich gemacht, in eurem Land zu kommen, ohne jegliche Identität nachweisen zu müssen. War ich nie schon in meiner eigenen Heimat ein Schlechter? War ich nicht schon bei einer Sondereinheit oder gehörte einer terroristischen Miliz an? Nichts davon wisst. Ich komme inkognito mit einem Plan. Und das ist, das Zusammenleben in euren Ländern kaputt zu machen. Und ihr habt es ermöglicht. Durch eure Wischi-Waschi-Politik meinen, ihr müsst euch überall auf der Welt, überall, wo Brandherde sind, euch einmischen und uns euer freiheitliches Leben auferzwingen, genannt Demokratie, welches wir zutiefst verabscheuen und hassen. Die Leidtragenden ist eure Bevölkerung und die Menschen, die in euren Ländern leben. An ihre Taten werdet ihr sie erkennen. Warum dieses Video? Liebe Bundesregierung, hört auf zu quatschen. Macht Action. Es ist nach 12. So viele Berichte über Messerstechereien in Deutschland habe ich, seitdem ich hier lebe. Und ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen. Seit 36 Jahren noch nie erlebt. Und die letzten 10 Jahre haben Fahrt aufgenommen. Ich dachte, wir haben das Schlimmste schon erlebt. Nein. Es ist noch schlimmer geworden. Dies ist keine Hetze. Dies ist kein Populismus. Dies ist keine Werbung für irgendeine Partei oder irgendeine Gruppierung. Sondern es ist mein Menschenverstand, mein gesunder Menschenverstand, der mich dazu gebracht hat, dieses Video zu machen
um einigen da draußen, die immer noch träumen und die nicht verstanden haben, dass in der Zeit, in der wir jetzt leben, alles neu überdacht werden muss. Neue Maßnahmen, Klarheit einzuhalten für alle. Denn auch ich mit meinen 110 Kilo fühle mich auch nicht mehr so sicher, wie es damals mal gewesen ist. Man geht in eine Bahn, steigt in eine Bahn, guckt rechts und links, schaut, wer hinter einem steckt. Wenn die Bahn eingefahren kommt, hat man schon den Gedanken, geh mal zurück nach hinten, es könnte ja irgendein Idiot kommen, dich einfach schubsen. Wenn man sich irgendwo reinsetzt, schaut man, welche Position nehme ich ein, sodass ich einen Überblick habe. Oh nein, ich bin nicht schizophren, Leute. Ich bin auch nicht psychisch krank. Aber ich lebe in einer Realität und diese Realität ist angekommen. Um dieses aus unserer Gesellschaft zu verbannen, braucht es neue Regeln. Ich bin bereit, ein Stück meiner Freiheit aufzugeben, damit ich ruhig schlafen kann. Damit ich mir keine Sorgen machen muss, ob meine Kinder heil nach Hause kommen oder nicht. Oder ob ich nach 9 noch einkaufen gehen kann oder nicht. Ach, Herr Menger, Sie übertreiben. Derjenige, der behauptet, ich übertreibe, der lebt dann nicht in Deutschland und nicht in Europa von heute, sondern verbringt sein Leben damit, irgendwelche Netflix-Serien zu gucken, was ich nicht tue. An ihre Taten werdet ihr sie erkennen. An ihre Taten. Wer sowas mit nach draußen bringt, bewusst, um Menschenleben zu nehmen, muss verbannt werden. Sofort. Kommt mir nicht mit irgendwelchen Menschenrechte, Herr Menger, die sind nicht alle gleich und bla bla bla, psychisch krank, I don't give a shit. Denn ich tue es auch nicht.